Servus Leute und herzlich willkommen zu Mitarbeiterbikes Part 10. Wir sind in ungewohnter Umgebung, nämlich im Cube Store Paderborn, weil hier hat sich der Kollege Ben bereit erklärt, sein Bike vorzustellen. Checken wir mal, was der Gute so fährt. Grüß dich, Ben. Ja, hi. Wie geht's, wie steht's? Ja, soweit alles gut, ne? Sehr schön. Ja, Ben ist in der Montage beschäftigt und will uns jetzt mal sein Bike vorstellen. Schieß los, Ben. Ja, das ist mein 2020 Orbea Laufi in der H10-Variante und ist ein Hardtail mit 140 mm Federweg, eingeordnet in der Kategorie Trail Hardtail, Enduro Hardtail, eher Trail Hardtail. Ja, und das begleitet hätte wohl keiner damit gerechnet, dass wir heute ein Orbea im Cube Store vorstellen. Na gut, was machst du mit dem Bike so primär? Ja, primär, klar, ich fahre damit zur Arbeit, aber das ist eher zweitrangig für das, wofür ich es gekauft habe. Gekauft habe ich es für mich, für Enduro-Touren. Ab und zu geht es mal im Bikepark. Bisher bin ich aber eher der Enduro-Touren-Fan. Trails draußen sind genauso geil, genauso ruppig. Also ziehst du damit alles durch, was man mit einem Fully auch machen würde? Ja, das auf jeden Fall. Also Grenzen kennt das Bike nicht in meinen Augen. Grenzen setzt man sich nur selber durch den Körper. Okay, mutige Ansage. Ja, dann lass uns doch mal einmal deine Komponenten von vorne bis hinten durchgehen. Ich glaube, es wird interessant, weil es ist das erste Hardtail bei den Mitarbeiterbikes. Bis jetzt waren es alles Fullies. Aber ja, schieß mal los. Ja, fangen wir mal von vorne bis hinten an. Fangen wir mit meinem Vorderreifen an. Da fahre ich den Maxxis Assegai in der Exo Plus Karkasse, 29 x 2,6 Zoll. Ja, bei der Gabel, da handelt es sich um eine Mazzocchi Bomber Z2. Nichts Besonderes, 140 mm Federweg. Zufrieden so vom Ansprechverhalten? Für mich reicht sie eigentlich aus. Wie gesagt, bietet jetzt nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie eine Grip 2 Kartusche oder sonst was. Mhm. Bin ich aber zufrieden mit. Die Standrohre sind für mein Körpergewicht leider Gottes ein bisschen dünn. Da würde ich mir schon 36 oder 38 mm Standrohre wünschen, aber das kann man, weiß man vorher nicht, wenn man ins Hobby startet. Und man kann es immer upgraden, ne? Das auf jeden Fall. Ist trotzdem nach wie vor eine gute Gabel, nicht zu viel Gewicht. Bike wiegt schon, dadurch, dass es ein Alurahmen ist, schon genug. Mhm. Ja, 100, wie gesagt, schon 140 mm Federweg. Ja, gehen wir weiter. Einen großen Mackinac Mudguard. Der ist auch mit so Klettverschlüssen befestigt. Genau, den habe ich mit Klettverschlüssen dran gemacht, weil Kabelbinder sind jetzt nicht so die schönste Variante meiner Meinung nach. Da spricht der Mechaniker. Lieber wäre mir ein Bolt-On, aber ich habe keine Montagepunkte dafür, leider Gottes. Mhm. Gehen wir weiter hoch. Lenker habe ich geändert, ist ein Raceface Atlas, 35 mm Rise, 35 mm Klemmung. Was hat Breite du beim alten Lenker gestört? Der war fast flach. Okay. War ich halt ein bisschen zu tief, das war nicht meine Fahrposition. Da habe ich vor kurzem mir den Lenker gegönnt. Ist aktuell noch auf 820 mm Breite. Habe ich jetzt einmal gefahren, ist mir tatsächlich absolut zu breit. Da werde ich runtergehen auf 800 oder 790 mm. Ja. Griffe fahre ich die Ergon GE1. Bin ich auch absolut super zufrieden mit. Kriege ich keinen Armpump mit oder sonst was. Hab gut Grip. Ja. Bremsen habe ich oben. Die Shimano SLX-Hebel. Und ein Magura MT5 E-Stop. Sättel. Vorne habe ich 203 mm. Hinten 180 mm. Ganz normale Shimano RT66-Scheiben. Ja, gehen wir weiter. Der gute alte Sattel. SQLab sehe ich schon. Ja. SQLab 60X, so 13 cm Breite. 95% aller Mitarbeiter bei uns. Ja. Es ist auch der geilste Sattel. Es funktioniert einfach das System, ne? Es funktioniert, es ist bequem, super Sattel. Ja, Dropper Post, 150 mm ab Werk. Bisschen wenig, ich habe hier noch mehr als genug Luft. Mhm. Okay, du bist aber jetzt auch ein ziemlich großer Typ, ne? Wie groß bist du? Ich bin 1,91, das ist ein L-Rahmen. Ist eigentlich ein Tanken zu klein für mich, theoretisch. Mhm. Mag ich aber, ein bisschen kleiner, gefällt mir eher. Wie einen zu großen Rahmen. Ja. Ist ja immer wieder das leidige Thema mit der Größe. Ja, was mag man am liebsten? Es ist auch am Ende einfach Geschmackssache, ne? Genau. Ja, gehen wir runter. Pedale fahre ich. Klickpedale ist bei mir in meinen Augen mit einem Hardtail auf ruppigen Strecken ein absolutes Muss. Ja. Es kickt einen sonst zu oft aus den Pedalen, wenn man
über die ganzen Wurzelfelder und Steinfelder fährt, das macht keinen Spaß dann. Bist du schon immer Klick gefahren oder irgendwann mal umgestiegen? Ich bin umgestiegen. Es hat mich am Anfang genervt. Ich habe dann keinen Bock mehr gehabt, immer die Kontrolle zu verlieren, weil man nicht mehr satt auf dem Bike stand, weil man es einen runtergehebelt hat. Dann habe ich den Schritt gewagt und Klicks. War ungewohnt, ist aber geil. Wie lange hast du so gebraucht zur Eingewöhnung? Ich würde mal sagen, bis ich wirklich drin war, Monat. Anderthalb Monate, okay, das geht bis ja. Mich wirklich richtig dran gewöhnt habe. Das geht ja klar, ja. Ja. Ja, gehen wir weiter nach hinten. Da fahre ich den Maxxis DRR2, auch 29 Mar 2.6. Das ist auf jeden Fall eine richtige Enduro-Bereifung, die du drauf hast, ne? Vorne in den Absolut. Abdeck oder hinten in den DRR2. Da ist alles kompromisslos auf Enduro-Downhill gesetzt. Ja. Beim Casing habe ich, wie gesagt, nur die Exo Plus Karkasse, dass ich ein bisschen noch Gewicht habe. Hinten würde ich gerne noch einen Tire Insert reinmachen, um Durchschläge noch mal ein bisschen zu vermeiden. Hast du Probleme damit? Oder? Minimal. Bei Steinfeldern merkt man es dann doch schon. Mhm. Aufgrund meines Gewichtes bin ich leicht, ich wiege 105 Kilo. Es ist wenig Luftdruck dann drin und wenn es dann mal schnell und ruppig ist und man einmal nur bisschen die falsche Linie hat, dann kann es ja schnell mal zum Durchschlag kommen. Deswegen würde ich da gerne einfach zum Schutz einen Durchschlagschutz noch haben. Ja. Hier, wie gesagt, Bremse war die Magura MT5 hinten. Ja, was bedeutet E-Stop? Ist eigentlich die von Magura ausgelegte Bremse für die E-Bikes. Also ein bisschen mehr Power oder was ändert sich da bei der Bremse genau? Minimal mehr Power, aber das war es dann auch. Okay. Aber weil also, sagen die wir mal, verfügbar ist und. Marketing, ja. Ich mag sie. Alles klar. Sie lässt sich gut fahren. Sie hat ordentlich Bremsleistung im Gegensatz zu der SLX 2 Kolben, die vorher drauf war. Und die meisten sagen, es ist sogar schon zu viel. Aber ich finde es geil. Nichts Besonderes, Shimano SLX. Umgebaut mit der KMC 12-Fach-Kette in Gold. Wo ist der SLX-Antrieb so einzuordnen, wenn man das jetzt mal in SRAM ausdrücken würde? Ich würde behaupten, zwischen NX und GX ist das irgendwo ja. Die Richtung in meinen Augen. Alles klar. Eher Richtung GX, hätte ich jetzt behauptet. Ja. Ja, Kette, hast du was anderes drauf? Genau. Wie ich gesagt habe, die KMC 12-fach in Gold beschichtet. Einfach weil ich es optisch geil finde. Ja. Das ist einfach bisschen, wie man sieht, ich habe ein bisschen Gold, ein bisschen Rot als Akzentfarbe. Finde ich persönlich geil. Sieht man auch an den Decals an der Gabel, die habe ich auch geändert. Dass das ein bisschen zusammenpasst. Gut, und Doppel-Fitlock-Bestückung? Ja, irgendwo muss man die Getränke ja hinten tun auf einer 30 Kilometer Enduro-Tour, ne? 1,91 Meter wollen gekühlt werden. Ja, das auf jeden Fall, vor allem im Sommer. Ja. Da muss ja doch schon ein bisschen was an Getränken dabei sein. Da kann ich dann 600 Milliliter Flaschen dran tun, dann habe ich immer ein bisschen was mit. Ja. Dann passt das. Weil ja. Nice. Hast du dein nächstes Bike schon im Auge? Ja, also ich wüsste, welches ich nehmen würde aktuell. Aktuell würde ich gerne das Stereo 177 in der Race-Variante nehmen. Musst du das sagen, weil du jetzt bei Cube arbeitest, oder? Nee, muss ich nicht sagen. Okay. Wir sind ja auch, gehören ja auch zu Liquid Life, von daher kann man da ja auch einige andere Favoriten mit rausnehmen, wie zum Beispiel auch das Track Slash, welches ich auch ziemlich geil finde, aber Cube bietet einfach ein saugeiles Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann man mit einer Top-Ausstattung und einer geilen Geometrie bei den 177, genauso wie bei den Stereo 150, was auch noch eine Möglichkeit wäre. Ja, aber tendenziell im Moment das Stereo 177. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn du das 177 fährst. Ja, sehr gerne. Schauen wir uns das genauer an. Sicher. Ja, sind wir durch oder fehlt noch irgendwas? Ich muss überlegen, aber nö, ich glaube, sind so durch. Weit haben wir alles, ne? Ich sehe nichts mehr, was wir nicht besprochen haben. Es ist ein Hardtail, ist ein einfaches Bike. Kann man nicht auf den Hinterbau oder sonst was drauf eingehen. Ja. Alles klar, Ben, dann bedanke ich mich erstmal. Ja, gerne und doch. Wir sehen uns, wenn du dein 177 hast. Hoffentlich. Bis dahin. Ciao.